Ja, ich möchte heute mit euch gemeinsam meine Erfahrungen mit einem drahtlosen Ladegerät von Aukey mit euch teilen. Das drahtlose Laden ist natürlich nur mit Smartphones möglich, die auch einen Empfänger haben. Das ist ja ein induktives Verfahren, eine Spule, die als Sender und eine Spule, die als Empfänger dient. Wir packen das wie immer zunächst erst einmal aus, kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung. Wir legen das uns einfach mal parat und schauen uns das etwas genauer an. Wir können jetzt schon erkennen, aha, Typ C, also USB Typ C, eine Gehäuseschale, die hier in diesem Fall aus Aluminiumguss besteht, zumindest unten, oben wäre das ja ein Hindernis für das Aufladen. Ein rutschfester Belag ist aufgezogen und diese vier Gummifüßchen, die sind natürlich auch für Standsicherheit wichtig. Das Ding hat übrigens einen Designpreis gewonnen. Wir schauen uns mal das Kabel an. Wie gesagt, USB Typ C, seitenverkehrt stecken. Aber mehr ist hier dabei auch kein Vorteil zu erwarten. Nun, diese Buchse einfach mal gesteckt. Und wir schauen uns das dann auch mal an einem Beispiel an. Eine Bedienungsanleitung kommt natürlich auch mit in Deutsch, die werdet ihr aber eher nicht benötigen. Ich nehme auch ein Aukey Ladegerät, kräftiges Ladegerät, in dem Fall sogar ein Qualcomm Quick Charge 3.0. Wichtig ist, dass es mindestens 2 Ampere Strom schafft. Hier lade ich das zunächst erstmal mit diesem Gerät auf. Da seht ihr, da fließt schon ein knappes Ampere. Jetzt aufgelegt auf den Teller, angeschlossen an das gleiche Ladegerät. Das seht ihr, fließt doch nicht so viel, wie man erwartet. Eins ist sicher, ihr werdet natürlich mit einem drahtlosen Gerät nie die Ströme erreichen können, die ihr mit einem anderen Ladegerät erreicht. Aber zur Erhaltung der Ladung und über Nacht ist das durchaus eine sinnvolle Ergänzung. Thank you.